Schön, dass ihr alle da seid, ihr Kinder. Schön, dass Sie da sind, die Erwachsenen, die die Kinder begleiten. Wir wollen miteinander an Martin denken. Es war ja immerhin ein besonderer Mann. Und da werdet ihr auch gleich sehen, warum. Das spielen die Kinder vor. Aber vorher wollen wir miteinander auch singen. Natürlich das Martinslied. Die Bläser sind da, werden uns begleiten. Und Frau Heinicke singt durchs Mikrofon mit. Dann könnt ihr alle mitsingen. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. Wenn ich Bäcker bin, dann erfinde ich Brötchen, die zwei Teile haben. Dann kann man die einfach durchbrechen und eine Hälfte einem Hungrigen schenken. Die andere isst man selbst. Was Martin nicht wissen konnte, er würde kein Bäcker werden. Aber solche Brötchen gibt es heutzutage. In Berlin heißen sie zum Beispiel Semmeln. Viele Jahre sind vergangen und Martin ist inzwischen ein erwachsener Mann. Bäcker, das ist nicht sein Beruf geworden. Auch nicht Jäger. Oder Feuerwehrmann, was er sich als Kind vorgestellt hatte. Martin ist jetzt Offizier. Doch so richtig glücklich ist er damit nicht, denn er möchte viel lieber anderen helfen, als zu kämpfen und im Kriege zu sein. Totschlagen ist das Dümmste, was es gibt. Nein, ich mach das nicht mehr länger mit. Ich kündige. Ich wandere in die große Stadt, Ching-Tara-Bum-Bum, die Platz genug für alle hat, Ching-Ching-Tara-Bum-Bum. Ein Bäcker möchte ich werden, Ching-Ching-Tara-Bum-Bum. Dann könnte ich Brötchen backen und wäre darüber froh. Ich wäre darüber froh, so froh. Gnädiger Herr General, erbarmt euch meiner und gebt mir einen Kanten Brot. Ihr habt doch sicher etwas für einen armen Bettler übrig. Tut mir leid, ich habe kein Brot, das ich mit dir teilen kann. Aber etwas heißen Tee aus meiner Thermoskanne, den kann ich dir geben. Martin ist bei dem Bettler stehen geblieben, zeigt seinen leeren Brotbeutel und gibt dem Bettler einen Becher heißen Tee. Dann sieht er sich den Bettler genauer an. Er hat Mitleid mit dem Armen. Hier, mein Mantel ist groß genug für zwei. Bei diesen Worten nimmt Martin sein Schwert und zerteilt flugs den Mantel. Ein Teil schlingt er sich um die Schultern und den anderen gibt er dem Bettler. Der strahlt über das ganze Gesicht und freut sich über das Geschenk. Oh, guter Mann, diese Freundlichkeit vergelte dir Gott. Du bist ein guter Mann. Man nennt mich Martin. Mit diesen Worten dreht sich Martin um und geht der Stadt entgegen. Vielen Dank euch Kindern, die ihr uns das Martinsstück vorgespielt habt. Und den Konfirmanden, die gesprochen haben. Herzlichen Dank dafür. Das habt ihr gut gemacht. Nochmal einen großen Applaus. Daran können wir alle denken, was der Martin gemacht hat. Wir können miteinander teilen. Heute hier an dieser Stelle nicht. Vielleicht nächstes Jahr wieder in der Kirche. Das wäre schön. Aber wenn ihr alle jetzt nach Hause geht mit euren Laternen, dann könnte man eigentlich auch noch das Lied im Ohr haben, ich gehe mit meiner Laterne.